Hi und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 2 die Nacht des Raben mit der Mod Die Rückkehr. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier noch alles machen. Ich frage mich ja gerade selber, warum da wieder so viele Orks da sind. Das kann ich mir nicht zu 100% erklären. Weil ich meine, wenn ich mich nicht wirklich ganz täusche, sind wir da im vierten Kapitel schon drin gewesen. Will mich dabei jetzt nicht festlegen. Kann natürlich sein, dass wir da... dass das doch im dritten Kapitel noch war. Aber alles nicht so wild. So, wir laden mal... Ach du Scheiße. Gar nicht gewusst, dass ich so viel Mana habe. 500, das ist natürlich schon beachtlich. Schade, dass wir nicht jeden Zauber mit Lebensenergie wirken können. Sondern wirklich nur die Belia-Zauber, also die Nekromanten-Zauber. Aber das macht nichts. So, die paar Orks werden mich nicht aufhalten. Ach komm, ich bin halt mal gut drauf. Ey, warte doch mal. Stopp. Ich krieg erstmal eine Todeswelle ab jetzt. Bam! Verbrennt Belias Zorn. Ausgeburt der Hölle. Oh, die liegen ja wirklich schon alle. Außer ein Ork hat's überlebt. Bis jetzt, mein Freund. Da ist nichts zu. Ja, natürlich. So, können wir jetzt mal... Was ist denn hier los? Warum kann ich denn immer keine Heilung wirken? Das ist doch schlimm. Ich habe aber nie Lust, diesen Mana-Regenerationsring anzulegen. Das dauert immer so lange. Nichts zu holen. Bei 500 Mana kann das schon mal eine Minute dauern. Oder zwei oder drei. Bin mir gar nicht sicher. Wir können das wieder am Ende der Folge machen. Wenn ich gerade mal wieder keine Lebenspunkte habe. Ui. So, jetzt sammeln wir das Zeug schnell auf. Denn eigentlich wollte ich heute... oder jetzt in dieser Folge eigentlich schon den Eisdrachen machen. Ja, das habe ich vor. Aber vorher will ich nochmal kurz an die ganzen Stellen schauen und gucken, ob wir da nicht noch ein paar Viecher finden. Ich weiß, es mag zwar an manchen Stellen langweilig werden, aber so ist das halt. Da ist nichts zu holen. Ich kann da nicht nur die schönen Stellen rauspicken, das geht im echten Leben auch nicht. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Na? Nichts zu holen. Nein, da. Nichts der zu plündern. Ah, was machst du denn da? Held. Och, Held, komm. Verarsch mich doch nicht so. Urukai. Den habe ich noch nicht ausgenommen. Wusste ich's doch. So. Wir können ja mal einen kleinen Blick nochmal kurz in Schläfertempel riskieren. So. Abgespeichert. Aber ich glaube, da wird nicht so viel sein. Vielleicht haben wir Glück und wir erwischen noch ein paar Orks. Oh. Da geht's mächtig zur Sache schon hier. Na? Haben wir Orks oder haben wir keine Orks? Also bis jetzt sieht es schon mal nicht so aus, irgendwie. Keine Orks, keine Untoten, keine Minecrawler, keine Skelette, gar nichts. Da wird es wohl im Schläfertempel echt ruhig geworden sein. Wir schauen noch einmal in diesen Raum hier rein. Diesen großen hier. Und wenn da nichts ist, doch eine Leiche. Ein Ork, den ich nicht ausgenommen habe letztens. Na okay, gut, geben wir uns damit zufrieden, dass hier nichts ist. Muss ja auch nicht überall wieder was sein. Ich meine, wir sind schon Level 115 mit 332 Lernpunkten und 2600 Lebenspunkte. Ich muss das einfach jede Folge wiederholen. Das ist einfach zu krass. Aber glaub mir, das ist noch nichts. Das ist noch gar nichts. Mehr dazu aber noch nicht. Das werden wir noch erleben. Wie viel Stärke habe ich eigentlich? Ach, auch schon 300, na dann. Und das als Magier. Also ihr seht schon, man muss da nicht sich spezialisieren und sagen, ach, ich bin jetzt Magier, ich muss nur Mana lernen. Hallo, bei 500 Mana als Magier... Ich glaube, da kommt ein Die Nacht des Raben noch lange nicht hin. Da hat man echt schon Mühe und Not, es mal über 250 zu schaffen, wenn man wirklich den permanenten Trank braut, alles an Lernpunkten in Mana stopft, sämtliche Boni auf Mana auslegt. Also da hat man wirklich, ich glaube, schon seine Probleme auf 250 oder gar auf 300 zu kommen. Und wir sind jetzt bei 500. Und
Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur Mana gelernt hätte. Ich habe auch sehr, sehr viel Stärke gelernt. Oh, da war noch ein Ork, der war noch nicht ganz leer. Okay. So, jetzt sind wir hier im Minental und ja, ich will das doch so ein bisschen spektakulär ein bisschen machen, denn wir erledigen jetzt gleich den vierten Drachen im Minental, den letzten Drachen, den schwersten, den Eisdrachen. Oh, da hat sich wieder was gesammelt, das ist sehr schön. Soll ich da mal hier ein bisschen so machen? Könnte man eigentlich schon machen. Auch da schießt er. Den muss ich natürlich gleich erwischen, sonst ist das, könnte das garstig enden für mich. Das war jetzt aber nicht so geplant hier. Da sieht man die ganzen Pfeile noch. Also nicht die Pfeile selber, sondern... Ach, wisst ihr Leute, ich würde ja Tränke trinken, aber ihr seht schon, das macht einfach nichts mehr auf. Aus. Ich müsste jetzt 26 Stück saufen, damit ich ja einigermaßen wieder intakt bin. Das ist mir... Ja, wir können ja mal so ein bisschen den Ring benutzen. Für alle die, die es noch nicht gesehen haben, die werden das jetzt gleich mal sehen. Das ist der hier. Ring der geistigen Regeneration. Sieht irgendwie aus wie Abu Jinn in Kurines. Aber wenn ihr mal unten schaut, rechts unten der Mana-Balken, das geht elendig langsam. Also das ist auf Dauer echt nicht schön. So. Aber für die Heilung wird es reichen. Oh, sogar ziemlich genau. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier falsch gemacht habe. Warum habe ich jetzt so viel Schaden eigentlich bekommen? Wahrscheinlich wegen diesen Orks hier oben. Da muss ich mal gucken. Ah, wegen dem da oben wahrscheinlich. Ah, er trifft mich, aber ich ihn nicht. Das ist wieder diese typische von oben Bonus. Aber wir sind halt auch schon ziemlich stark mit dem Pfeil. Deswegen können wir, haben wir nur zwei Pfeile gerade gebraucht. Da ist nichts zu holen. Aber warum sind jetzt wieder hier so viele Orks? Ich kapiere das nicht. Sagt nur, der Außenring ist schon wieder da. Dann platze ich nämlich kurz. Das kann nicht sein. Dann werde ich aber die Orks nicht mehr ausnehmen. Wenn jetzt wieder der Außenring voll ist. Nee, da habe ich keine Lust drauf. So. Ah, okay, das scheint hier nur ein kleines Fleckchen gewesen zu sein. Denn hier ist alles fertig. Okay. Dann stapfen wir schon langsam mal wieder Richtung Eisdrachen, also Richtung Eisregion. Dass wir nicht ganz so vom Weg abkommen. So. Ah, das war... Okay, das war wirklich nur noch dieses kleine Eckchen hier, was ich vergessen habe. Oh, und ich habe jetzt gerade schon den Schock bekommen. Jetzt muss ich mich nochmal kurz überzeugen, dass der Außenring wirklich gereinigt ist. Oh, bitte, bitte, lass hier keine Orks mehr sein. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Na also, das kann sich doch sehen lassen. Leute, kommt raus aus der Burg, ist alles frei. Wer weiß, wie lange. Na, eigentlich sollte es ja theoretisch nicht gehen, also... Das ist schon ein bisschen blöd eigentlich. Aber dafür gibt es ja 1.1. Da wird das nicht mehr so einfach sein. Es ist zwar, denke ich mal, immer noch möglich, den Außenring zu reinigen in 1.1. Aber es wird auf jeden Fall weitaus schwieriger. Da wird das nicht mehr so einfach, genau. So, und hier haben wir wieder einen toten Drachenjäger leider. Der hat wohl vorgehabt, aber ich frage mich, wie die Leute immer hier hinkommen. Nein, da waren wir natürlich zu 100% schon, ist ja klar. So, wie komme ich jetzt hier eigentlich hoch? Da oben war nämlich auch so ein Ork, so ein Schütze, aber irgendwie ist hier keine Leiter und nichts zum Hochkommen. Wie ist der da hochgekommen? Mit Springen wird das wahrscheinlich auch nichts in der Höhe. Das wäre dann schon ein bisschen zu viel verlangt. Wir könnten allerdings diesen Texturbug ausnutzen, aber ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Ne, okay. Der Baum ist zwar nicht durchgängig, also... Aber wir kommen da trotzdem nicht hoch. Von dem her ist es egal. Okay. Verlieren wir unser eigentliches Ziel nicht mehr aus den Augen. Das ist der Drache. Ging jetzt eigentlich doch schneller, als ich erwartet hatte, muss ich ehrlich zugeben. Ich wollte das eigentlich nicht so schnell über die Bühne bringen. Aber ein Fingerschnipp weiter und wir sind sowieso schon im 5. Kapitel. Ich schätze mal, das wird auch nächste Folge gleich soweit sein.
Aber wie Xardas gesagt, oder Pyroka oder wer es auch immer war, ich soll mich nicht mit Nichtigkeiten aufhalten, ich soll ins Minental gehen und die Drachen töten. So, das habe ich hiermit gemacht. Oder wir haben das zusammen gemacht, sehr schön. Ja, und mal gucken, was uns dann im fünften Kapitel erwartet. Aber da brauche ich eigentlich gar nicht so lange überlegen, denn ich weiß schon genau, was uns da erwartet. Und es wird immer schlimmer, es wird einfach nur schlimmer. Besser kann es nicht mehr werden. Okay, also hier war ich im Grunde auch schon. Das sieht man sehr schön, dass keine anderen NPCs mehr leben. Na gut, okay. Eigentlich wollte ich nochmal kurz ins, wer ist das, als Felsenclan der Orks gucken, aber... Ach komm, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach den Drachen noch kurz. Und dann, ich glaube, am Questlog wird auch nichts mehr Neues stehen, oder? Habe ich auch schon bestimmt schon fünfmal wieder reingeschaut und festgestellt, dass nichts Neues ist. Wir könnten noch gucken, ob wir vielleicht noch ein Schattenläuferhorn haben, denn sobald wir im fünften Kapitel sind, wird das nicht mehr funktionieren. Aber wie finde ich jetzt in meinem Inventar ein Schattenläuferhorn? Das ist wieder ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich, bei dem Schrott, den ich mittlerweile drin habe. Trollhauer. Oh, das wäre schön, wenn das hier... Oder wenn das hier Schattenläuferhörner werden. 644, das wäre natürlich nicht schlecht. Da werden wir einiges an Erfahrung kriegen. 500 Flügel fast. 260 Stacheln. Udhaks Talisman. Nein, Udhan. Udhans Ork Talisman. 80 Flammenzungen. Nicht schlecht. Aber ich glaube, wir haben... 400 Orkfälle. Fast 3000 Orkherzen. Das muss man sich mal einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Wie viel Orks wir schon umgeschlagen haben. Ja, wir haben auch schon 17 Dämonen getötet. Ich meine, das ist eine Statistik, die kann sich echt langsam sehen lassen, muss ich sagen. Da sieht der Nacht des Rabenheld echt mal richtig schlapp aus dagegen. Oh, 600 Erzbrocken. Also ihr seht schon, wir haben hier keine Hörner mehr von Schattenläufern. Das heißt, wir können diese Mission beruhigt abschließen. Ohne großen Verlust einzufahren. Sei es Erfahrung, sei es Gold. Denn Gold brauche ich wirklich nichts mehr sagen, oder? 125.000. Ich meine, eigentlich sollten wir uns eigentlich zur Ruhe setzen. Irgendwo ein Häuschen bauen oder gleich eine Insel kaufen. Und dann haben wir einfach mal Ruhe. Aber wir müssen erst noch das Böse beseitigen auf dieser Welt. Eher gesagt, in diesem Teil der Welt. Okay, es wird schon langsam kälter hier. Okay, die Banditen gibt es wohl auch nicht mehr. Och Mann, ich war echt schon überall. Wie unfair. Jetzt erstmal prüfen. Auge Inners aufgeladen. Ich denke mal schon. Aber zur Sicherheit nochmal überprüfen. Nicht, dass wir dann vor dem Drachen stehen und der uns schon von Weitem anspuckt. Das muss nicht sein. So, hier müsste jetzt eigentlich ein paar Drachenjäger noch sein. Silvio und Bulko, sein fetter Freund. Wir gucken mal. Okay. Ah, hier sind nur Echsenmenschen. Ah, hier liegen wieder auf einmal lauter tote Drachenjäger rum. Natürlich, so. Klar. Na komm. Werde ich mir erstmal um die zwei Buben hier kümmern, schnell. Oh, wir haben noch gar nicht so oft gespeichert, fällt mir auf. Wo schon die Hälfte der Zeit eigentlich um ist. Klar, ich muss eigentlich nur ab... Ich speichere eigentlich nur ab, weil ich Angst habe, dass der Rechner wieder ab... dass das Spiel abkackt. Sonst bräuchte ich eigentlich gar nicht speichern. Außer vielleicht, wenn wir in eine Gruppe von da ist nichts ein paar Ork-Schützen kommen. Nichts zu plündern. Da ist das natürlich nichts zu holen. Nichts zu natürlich holen. Schon ratsam zu speichern, denn das kann wirklich mal garstig enden. Okay. Da sitzen die zwei. Wobei mir der Bulko eigentlich richtig leid tut. Der läuft mir nur hinterher, dem Silvio. Dem Spasten. Aber das kriegen wir auch gebacken. Okay. Ach, dann reden wir erstmal mit Bulko. Da muss ich mich nicht so aufregen bei dem Gespräch. Was ist los? Verdammt, Altiermann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte.
Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Hey du, Magier machen mich immer nervös. Geh woanders hin, hier gibt's nichts zu holen. Schon klar, wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es, verschwinde. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Wie freundlich. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm. Jetzt blass dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen, Pfeu. Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir 1000 Goldmünzen. Ist das nichts? Was hast du davon, wenn ich es tun würde? Es kann dir doch egal sein. Aber um deine Frage zu beantworten, ich will in die Eisregion. Dummerweise stehen mir diese verdammten Dinger im Weg. Was willst du in der Eisregion? Du hörst nicht auf zu fragen, was? Na gut, ich werde es dir verraten. Hier, hinter diesen Felsen findest du ein Ödland aus Eis, wie du es noch nicht gesehen hast. Und ob ich das gesehen habe? Dort verbirgt sich ein Schmuckstück von einem Eisdrachen mit seinem fetten Hort. Den will ich. Also, was ist jetzt? Ja oder nein? Ich glaube, ich hab mir sein Gelabere noch nie so wirklich angehört. Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Weil er mit seiner arroganten Art da so spricht, da habe ich immer keinen Bock, das mir anzuhören. Auf jeden Fall ist es schon lange her, dass ich mir den Dialog mal richtig gegeben habe wieder. So. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. Ja, dann watschelt mal los. Wir sehen uns eh wieder nach dem Eisdrachen, das verspreche ich euch. Der Bulko, der marschiert hier so ganz ruhig und lustlos und der Silvio hier mit funkelnden Augen voraus, weil er den Drachen wittert. Nur der würde sterben bei dem Versuch. Aber das weiß er ja nicht, das wissen nur wir. So, ich glaube, ich raube ihn nochmal kurz aus. Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Na klar. Erst will ich mein Geld sehen. Wenn wir erstmal den Drachen haben, kannst du so viel Geld haben, wie du tragen kannst. Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn. Jetzt lauf. Ich will mal probieren, was passiert, wenn ich mein Geld jetzt will. Ich will mein Geld jetzt. Entweder du gehst jetzt vor oder du wirst mich kennenlernen. Der hat ja keine Ahnung. Von mir aus. Na dann los, hopp, hopp. Hopp, Kleine Zicke. Naja. Der würde doch nicht mehr annähernd gegen die ganzen Viecher hier fertig werden. Warum lasse ich mich auf seine Spielchen eigentlich überhaupt ein? Aber es ist ganz witzig, sage ich mal. Du da hinten hast aber auch keine Ahnung, oder? Hab dir gerade mindestens 5 Sekunden in den Rücken gekehrt und du hast mich nicht angegriffen. Also, ist kein Wunder, dass ihr aussterbt, wenn ihr so kämpft, echt. Aber man muss sagen, Ex-Menschen sind wirklich verdammt zähe Biester. Bei denen ist das halt so, die halten halt viel aus. Eigentlich halten ungefähr so viel aus wie ein Ork Elite, also ein Urukai. Und teilen aber so mächtig aus, das ist brutal einfach nur. Also von... Ach du Scheiße, sind das viele. Da mache ich das gleich mal ganz anders. Wartet mal schnell, Leute. Wir machen das mal anders. Wir locken mal so alle ein bisschen an. Kommt mal alle her. Hier gibt's was umsonst. Bitteschön.
Juhu! Wer lebt noch? Na, war ja wieder klar. Kommt her! Ist wirklich schade, dass die Waffe nicht länger ist. Dann wäre das mein absoluter Favorit. Ich meine, gut, es ist so oder so schon mein Favorit. Da ist nichts zu holen. Erstens, weil das, wenn man vergleichsmäßig so wenig Stärke braucht. Und es ist halt nun mal das beste Schwert, was wir im Inventar haben. Leider. Es gibt wirklich keinen stärkeren Einhänder, glaube ich, als den hier. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Ja, ja. So, einmal noch kurz aufgeladen. Und hoch da. So. Ich schaue nochmal kurz in das Haus vom Reislord rein, vom ersten Teil. Hier war eigentlich früher eine Leiter. Ist jetzt nicht mehr da. Ich glaube, da oben ist auch nichts. Ach, egal. Da waren wir sowieso schon drin. Hier gibt es nichts. So, es ist 11 Uhr ungefähr. Da brauchen wir nicht schlafen. Dann gehen wir mal direkt weiter in die nächste Ebene. Oh, das wird sogar knapp mit dem Drachen. Nicht, dass ich noch vor dem Drachen noch kurz einen Cut mache. Oh, ich laufe völlig falsch. Tut mir leid. Ja, vor dem Drachen noch so ein Cut, das wäre doch mal was, oder? Seht ihr dann erst den Eisdrachen in der nächsten Folge? Nein, das machen wir nicht. Wir machen den Drachen jetzt platt und im nächsten Part sind wir dann wahrscheinlich schon wieder in Korinnes. Wo ich wieder die Hände vor den Kopf schlagen muss. Das wird echt übel. Na was? Oh, jetzt sind sie mal ein bisschen klüger vorgegangen. Einer hat mich jetzt ausgetrickst und hat mich von hinten versucht anzugreifen. Ist aber auch kläglich daneben gegangen. Naja, zumindest darf ich mich jetzt nochmal heilen wieder. Wenn das Mana reicht. Na komm schon. Ah, was haben wir denn? 45. 5 brauchen wir noch. Oh Mensch, immer diese 5 Mana hier. Tschu. Wozu sammle ich diese Waffen überhaupt ein? Ich weiß es nicht. 136, 57, da. 137 Spielstunden jetzt schon. Okay. Ein bisschen was wird schon noch drauf kommen. Oh, jetzt habe ich Probleme. Oh. Naja. Oh, da hat er gezuckt. Aber macht nichts. Ja, wir können es auch wieder so machen, in bester Magier-Manier. Wenn das einer sehen will. Wie sie doch. Wie er doch grundsätzlich daneben schlägt, das verstehe ich nicht. Die müssen doch ihre Reichweite kennen, oder? Was ich mich jetzt frage, warum ist der nicht gekommen? Naja. Ja, ja. Witzig anzusehen. Die Schwänze von diesen Echsenmenschen stecken im Eis drin. Ich frage mich, wie das gehen soll. Aber nun gut. Sehr komisch auf jeden Fall. So, noch eine kleine Dreiergruppe. Oh, wer weiß, vielleicht ist ja dieses Orklager da oben wieder gefüllt. Da würde sich dann die Todeswelle richtig lohnen. Da fällt mir ein, ich habe die Todeswelle noch gar nicht an einem Drachen ausprobiert. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Können wir ja bei diesem Eisdrachen jetzt machen. Man ist ja langweilig, das Viech immer gleich zu schrumpfen.
denn das ist so unfair. Ich bin nur froh, dass das Schrumpfen in 1.1 nicht mehr funktioniert. Da muss man sich wirklich was einfallen lassen für die Gegner. Ja, ist ja gut. Sag mal, willst du mich jetzt nochmal ein paar Mal treffen, oder was? 6, 7, 8, so. 50 Mana brauchen wir. So, Items dürfte es hier keine mehr geben. Das haben wir schon mehrfach aufgesammelt hier. Kann man auch daran erkennen, dass es hier keine Eisgolems mehr gibt. Kommst halt du zuerst, ist mir doch egal. Diese Geräusche sind einfach zu witzig. So, da... Oh, das sind ja so viele. Das glaubt man immer gar nicht. Bam. Nichts zu holen. Da ist dich zu holen. Ach ja, aber wir kommen der Sache näher. Ich kann den Eisdrachen schon förmlich riechen. Da ist nichts zu holen. Also hart wäre es ja gewesen, wenn der Eisdrache zum Beispiel so eine Art Eisblock speit. Das wäre echt gemein. Aber da ist es leider nicht so. Wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Und was macht dieser Echsenmensch da? Bitteschön. Was macht er da? Also, ich weiß ja nicht, aber so werdet ihr den Kampf gegen die Menschen nicht gewinnen. Mit diesen kleinen Spielchen. Ein gut, spricht ja nichts dagegen, sich mal im Schnee zu wälzen, aber bitte nicht, wenn der Feind in der Nähe ist. Das sieht erstens peinlich aus und zweitens, kann es euch den Sieg kosten? Besonders gegen mich. Ja, jetzt komme ich extra hoch und dann schlägst du mich wieder runter. Und dann komm doch du auch runter. Komm, komm, ja. Das Viech ist einfach zu blöd, echt. Ja, da war doch noch einer. Man muss immer alles nochmal durchsuchen. Das ist immer so. Na, 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 na. Ich sehe dich nicht. Oh, da ist ja noch einer. Komm, wir probieren es mal mit dem Pfeil. Hab ich jetzt richtig Lust drauf, mit dem Bogen ein bisschen zu schießen. Ah, 4 Pfeile ist schon viel. Wie viel Geschick haben wir denn? 220 auch schon. Bogen 64. Wir können mal gucken, ob wir noch irgendwelche Steintafeln haben, aber ich... Ich glaube, da hatten wir gar nichts mehr. Oh doch, Bogenschützen. Ja, warum denn nicht? Komm, reingeknallt das Zeug. Geschick, rein damit. Habe ich denn das Zeug schon wieder her? Gerade sage ich es noch, mit Geschick und Bogen. Wer auch glaubte, dass hier noch was drin war. Naja. So, jetzt nehmen wir uns wieder der vorderen Seite. Na komm schon. Und göttlich. Eigentlich hätte ich gehofft, dass wir beim Drachen steigen. Aber jetzt sind wir schon wieder... Ich glaube 116 müssten wir jetzt haben. Reicht das? Ja. 116, genau. Ich glaube, hier werde ich nochmal die Todeswelle nutzen. Da werde ich jetzt schon schön großzügig reinrennen. Ich habe keine Lust jetzt. Das heißt zwar, ich muss nicht wieder mehr aufladen hinterher, aber ich habe jetzt einfach Lust, mal wieder einen großen Haufen Monster wegzumachen. Okay, passt mal auf, Leute. Ah. Oh, bisschen überschätzt hier. Ja, lassen wir vielleicht mal weg hier.
Du regst mich gerade so auf, echt. Ja, so viel war es ja eigentlich gar nicht. Die Ausführung war ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Wow. Und da ist er. Finkreck, der Eisdrache. Und ich sehe schon, wir sind jetzt wirklich über der Zeit. Das tut mir so schrecklich leid, aber ich muss jetzt echt nochmal kurz einen Cut reinhauen. Weil der Drache, der dauert wieder 5 bis 10 Minuten. Das können wir nicht machen. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns dann gleich wieder und dann machen wir zusammen den Drachen. Ja, es wird spaßig. Leider steige ich nicht mehr. Ich weiß nicht, oh, vielleicht gibt... Nee, der gibt nicht 50.000. Ich schätze mal, der gibt so 15.000. Aber ja, es läuft einfach. Okay, wir sehen uns dann gleich. Ciao, ciao.